Sie sagten, dass Sie ein Mittel herstellen könnten, welches Soldaten sich wieder bewegen lässt, damit man sie als Schild für die lebenden Truppen benutzen kann, nicht wahr? Wenn Sie uns hier etwas vormachen, dann sind Sie ein Verräter, Doktor. Ich lüge Sie nicht an! Leutnant, möglicherweise täusche ich mich, aber mir scheint diese Holzfigur... Die bewegen sich ganz von selbst. Richtig, dem ist ja auch so. Herr Toulon hat eine Methode entwickelt, wie er seine Puppen ohne Schnüre bewegen kann. Er behauptete, dass das durch Motoren geschehe, aber da steckt noch mehr dahinter. Ich habe sie laufen sehen. Und wie sie auf Stimmen reagierten. Soll das ein Scherz sein? Fangen wir wieder damit an, diese Mörder ihrer Strafe zuzuführen.